Servus, hallo bei EchenTV, ich bin der Andi, ich begrüße dich zu einem kurzen Infovideo auf EchenTV. Ihr seht, ich bin dabei. Gerade dabei, Tramsim zu installieren. Ist wahrscheinlich gerade installieren, wie viele Leute das ein bisschen dauert. Womit ihr es ein bisschen beschleunigt könnt, was ich auch gemacht habe, was ich auch als erstes gestellt habe. Ich habe eine DSL 100er Leitung, aber die war so slow, mir die Leistung zu drosseln. Und deswegen, wenn ihr jetzt auch Speicheltramsim installiert, dann schaut mal nach hier oben unter Steam auf Einstellungen und hier kann sein, dass eine Bandbreite drosseln, dass der Haken drin ist. Dann einfach den Haken raus, der war bei mir so. Ich habe ihn rausgetan und bin auf OK gegangen und genau. Damit es einfach auch ein bisschen schneller geht. Genau, es ist ja weg, ist nicht drin, genau. Okay. Ja, München. Das ist ja, ich bin ja in der Region München. Genau. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, falls ihr auch denkt, ihr habt doch eine schnelle Internetleitung, aber warum braucht jetzt Steam so lange? Ja, einerseits braucht Steam jetzt ein bisschen länger durch den massiven Download des Spiels, schätze ich mal. Und zweitens, durch die Download-Begrenzung kann natürlich auch passieren, dass dadurch einfach es passiert, dass ihr diese Begrenzung drin habt. Also, man sieht auch, das Spiel ist auch 14,4 GB groß, also es dauert halt ein bisschen noch, bis es runtergeladen wird. Mal ist es halt so und wir haben jetzt 10:45. Es kann, wie es aussieht, wird heute nicht um 12.30 Uhr Video hochgeladen, sondern irgendwann später heute. Ich finde es auch schade, dass die es erst ab 10 Uhr freigegeben haben, das Spiel. Und bis ich den Schlüssel gekriegt habe, war auch 10:30 ungefähr. Jo, ich wäre besser gewesen, wenn sie um 0 Uhr freigeschaltet hätten. Dann hätte ich schon sehr früh aufnehmen können. Aber es ist jetzt anders, wie es ist, und ich bekomme auf alle Fälle heute eine Tramsim-Folge von mir. Aber es wird sich halt nicht um 10:30 Uhr, sondern es wird sich einfach verspäten. Und dafür bitte ich jetzt schon eine Entschuldigung, Verständnis. Minuten, schauen wir mal. Okay, gut, aber wenn ihr es auch habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid und wir hören uns dann später bei Tramsim. Bis dann. Servus, euer Andi.